Move Electric wird euch präsentiert von Fairfinanzpartner OHG Stefan Harmsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Moin, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir mal einen Reichweiten-Battle und zwar zwischen dem Model 3 Standard Range, heißt ja gar nicht mehr so, also das reine Model 3 mit dem kleinen Akku, und dem Volvo C40. Die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein. Das ist ein Effizienzwunder so ein bisschen und der Volvo C40 gilt jetzt nicht gerade als sehr effizient. Also man könnte ihn auch als Schluckspecht bezeichnen. Auf jeden Fall hat er einen 75 Kilowattstunden Akku und das Model 3 hat einen 60 Kilowattstunden Akku. Und beide treten jetzt gegeneinander an, nicht auf 100 Kilometer, nein, auf quasi 1000 Kilometer, wobei das Model 3 nur 500 fährt, weil wir überführen das heute nach Dänemark und da bleibt es dann. Und mit dem C40 fahren wir quasi auch mit und fahren dann natürlich zurück. Insgesamt sind das dann mit dem C40 1000 Kilometer. Und ich bin total gespannt, wie das ausfällt und ihr seid dabei, deswegen bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Alles klar, kann losgehen. Beide Autos sind auf 100% vollgeladen und wir starten. Komme ich hier rum? Ja. Erster Stopp laut Navi ist übrigens in Schubi, das ist kurz vor Flensburg. Das sind ungefähr 240 Kilometer. Da kommt der Volvo hier mit 30% an, zumindest laut Google Automotive Vorhersage. Und das Model 3, ja, da sind wir mal gespannt, wie weit der 60 Kilowattstunden Akku reicht. Den rechten Fahrstreifen benutzen, um die Auffahrt A27 zu nehmen. Ja, jetzt sind wir also auf der A1 Richtung Hamburg und kleiner Funfact am Rande, beide Autos sind übrigens auf Ganzjahresreifen unterwegs. Wir haben hier die Michelin Cross Climate aufgezogen und meine Reichweitenprognose bis Schubi, wo wir das erste Mal laden, 217 Kilometer sind es jetzt noch, sind 25% und jetzt haben wir auch schon gleich den ersten Stau auf der A1, na super. Das Model 3 hat übrigens eine Reichweitenprognose von 18%. Ja, da bin ich gespannt, ob es am Ende dabei bleibt. Sollte auf jeden Fall relativ locker klappen. Ja, und das hier, der C40, das ist übrigens die Allrad-Variante, also Dual-Motor-Variante. Und das Model 3 hat nur Hinterradantrieb. Und bis jetzt bei, was haben wir, 30 Kilometer Fahrt, liegen wir hier bei 22,5 Kilowattstunden im C40. Wir sind jetzt ja auf der Autobahn unterwegs und das ist bis jetzt noch ein akzeptabler Wert. Bin gespannt, müsste sich eigentlich noch ein bisschen nach unten bewegen, wenn wir länger unterwegs sind. Warten wir es mal ab. Ja, nach 36 Kilometer haben wir übrigens 10% Akku verloren, also von 100 jetzt auf 90 runtergegangen, 36 Kilometer, 10%. Also das würde ja bedeuten, dass wir heute 360 Kilometer kämen mit 100%. Ja, das wäre doch ein super Wert hier für den C40. So, wir sind jetzt fast 90 Kilometer unterwegs und haben 23,5 im Durchschnitt und wir schwimmen im Prinzip ganz ruhig mit dem Verkehr. Das heißt, wir fahren so zwischen 120 und 140, meistens so 130. Sehr angenehmes Dahingleiten. Schneller geht es auch gar nicht, weil der Verkehr doch ziemlich dicht ist am heutigen Samstag. Und wie gesagt, Wetter ist hervorragend, macht echt Spaß zu fahren und schon erst recht hier mit dem C40, weil der fährt sich dann wirklich erstklassig. Also Fahrkomfort, das Fahrwerk ist wirklich wunderbar abgestimmt. Also mir gefällt das wirklich hervorragend, auch die Geräuschkulisse hier, die Lautstärke im Auto. Sehr, sehr leise, wir haben kaum Windgeräusche, ganz wenig Rollgeräusche. Also so macht das wirklich Spaß zu reisen mit dem Ding hier.
Und der Verbrauch, wie gesagt, ist überhaupt nicht groß. Also wir haben jetzt 32% laut Prognose. Wir waren mal kurz bei 26 am Anfang. Jetzt sind wir schon bei 32%, wie wir da ankommen sollen. Wir haben noch knapp 140 Kilometer vor uns. Im Prinzip könnten wir sogar bis nach Dänemark reinfahren. Aber das wird das Model 3 so wahrscheinlich nicht schaffen. So, nach 110 Kilometern, da wollen wir doch mal Nasilla anrufen. Mal fragen, wie das im Model 3 aussieht. Ja, hi. Hi, wie sieht es denn bei dir aus mit dem Durchschnittsverbrauch? Total 13,2. 13,2, eieiei, das ist ja ganz schön wenig. Ich bin bei 21,6. Was? Das ist ja heftig. Ja, wie viel Prozent hast du noch im Akku? Ich habe noch 66%. Ich habe 68%. Na gut. Alles klar, aber da spielt ja jetzt gerade so auf dieser Baustelle, wo wir nur 80 fahren dürfen, das Model 3 seine Effizienz voll aus, ne? Ist ja der Wahnsinn. Jetzt haben wir zwei Model 3 vor uns, ein dänisches weißes und ein rotes schwedisches. Und beide haben diese schwarze Tesla-Schrift statt des original Tesla-Logos hinten. Das muss irgendwie ein skandinavisches Phänomen sein. Ja, das Schöne hier sind auch die Assistenzsysteme im C40. Die arbeiten wirklich reibungslos. Also der Spurhalteassistent ist super und auch der adaptive Tempomat. Einziger Haken, über 137 km/h quasi hört der Spurhalteassistent auf zu funktionieren. Und dann muss man halt selber lenken. Das ist ein bisschen langsam. Aber was beschwere ich mich? In den neuen Teslas, die jetzt hier nach Europa importiert werden, da hat ja Elon Musk jetzt die Radarsysteme weggelassen und macht alles nur noch mit Kameras. Und dadurch ist der Autopilot, sprich Spurhalteassistent, auch auf 130 km/h limitiert, im Moment zumindest. Ist ja sogar noch langsamer, 5 km/h langsamer. Es soll irgendwann wieder schneller werden durch Software-Updates, aber bis sie das irgendwie gelöst haben mit den Kameras, dass es halt auch schneller geht, tja, da sind die Teslas demnächst alle auf 130 km/h limitiert beim Autopilot. Zumindest was die was das Spurhalten angeht. Tempomat funktioniert ja wohl schneller, aber eben Spurhalten nicht. Ja, das ist richtig doof. Ich hoffe, das kommt bald wieder. Das betrifft natürlich nur die Neuwagen. Also Bestandsfahrzeuge sind davon natürlich nicht betroffen. Ja, so viel zum Thema Reichweite, Ladepausen. Es kommt alles immer viel zu früh und man muss so oft anhalten. Ja, wir müssen jetzt anhalten und zwar, weil meine Frau auf Toilette muss. Wir sind jetzt hier gleich bei Rasthof Brokenlande und ja, da fahren wir mal raus. Da da Ionity ist, mal sehen, also wahrscheinlich schließen wir uns dann da an. Ich meine, wir haben beide noch über 50% im Akku. Aber ihr wisst ja, steht er, dann lädt er und vielleicht, das dauert doch bestimmt so 10, 15 Minuten, bis sie da durch ist. Und dann können wir uns vielleicht diesen Ladestopp in Schubi sparen und fahren dann durch bis Dänemark und laden dann da einmal kurz vorm Ziel nochmal. Dann haben wir auch nur die zwei Ladestopps, die wir sowieso eingeplant haben und machen jetzt nicht noch einen dritten Halt hier zum Toilettengang, unnötigerweise. Ja, also so muss man halt das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Und wenn die Säulen frei sind, ja, dann schließen wir uns da einfach an. Nach 500 Metern auf A7 54%, 102 kW mit dem Volvo C40, das ist doch ein guter Wert. Ja, und das Model 3 mit 50% ist auf 125 kW, 123 kW jetzt. 122, ja, das ist ja noch ein besserer Wert. Ja, wie ich erwartet habe, hat das 10 Minuten gedauert. Wir haben jetzt hier 66% im Akku.
und kommen jetzt in Dänemark an, kurz vor dem Ziel sozusagen, wo die Ladesäule ist, wo wir eh laden wollten, mit 25% an. Sollte locker reichen. Wir haben allerdings 10 Minuten Stau jetzt vor uns. Der ist jetzt schon wieder länger geworden. Wo wir gestartet haben, waren es nur 6 Minuten, jetzt sind es schon 10 Minuten. Da würde ich sagen, wir stöpseln jetzt ab und dann fahren wir durch zu unserem Ladestopp in Dänemark. Haben wir den in Schubi da gespart. Und das dauert jetzt noch, was haben wir denn? 1 Stunde 43, sind 133 Kilometer. So, auf geht's. So, dann fahren wir jetzt wieder auf die A7. Leider haben wir jetzt einen Stau vor uns. Vorhin waren es 10 Minuten Verlust, Zeitverlust. Mal sehen, wie lang der ist. Auf jeden Fall komme ich jetzt mit 29% da an in Dänemark, an dem Ionity. Dem Straßenverlauf von A7 noch 17 Kilometer folgen. Genau, das machen wir. Und ja, so ist das. Wenn man auf Toilette muss, steht er, dann lädt er. Dann wäre es ja wirklich von Vorteil, wenn man sich da anschließen kann. Und wie gesagt, es hat jetzt bei Nasilla 10 Minuten gedauert, bis sie wieder da war. Und in den 10 Minuten, da hat man locker 10, 20, naja, 20 nicht, aber also ich zumindest nicht. Also bei Nasilla waren es 77% und von 57, also sie hat wirklich 20% hinzugewonnen in 10 Minuten. Und bei mir waren es so 10-12%. Aber das lohnt sich, da haben wir jetzt einen Ladestopp gespart, wenn wir sowieso angehalten haben. Ja, so ist Elektromobilität. Ja, Zeit mal zu fragen, wie bei Nasilla eigentlich der Verbrauch momentan ist. Wie sieht es denn bei dir aus mit dem Trip, Nasilla? Also, ich habe jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 15,6. Okay, wie viele Kilometer insgesamt? 198. 198? Faszinierend, ich habe 191. Tja, ich bin ein bisschen weitergefahren. Also. Wo bist du denn überall gewesen, sag mal? So heimlich abgebogen. Ja, Grenze ohne Probleme passiert. Jetzt heißt es hier auf der dänischen Autobahn Tempo 110, wobei jetzt ist gerade aufgehoben. Jetzt haben wir Tempo 120, nee, 130 sogar. Wow, ist ja fast wie in Deutschland hier, meine Güte. Und wir haben noch 26 Kilometer, dann müssen wir raus an Ionity und ja, für die letzte Etappe noch ein bisschen aufladen, damit wir dann von dem Händler, wo wir das Auto abgeben, auch wieder zurückkommen, denn dort, das ist so ein bisschen auf dem Land, da gibt es auch so gut wie keine Schnellladeinfrastruktur. Ja, nicht nur in Deutschland gibt es da Nachholbedarf, auch in Dänemark. In der Fläche ist es mit dem Laden nicht so einfach. So, gleich ist es soweit, dann fahren wir von der Autobahn runter. Dann wird noch mal kurz bei Ionity geladen. Ich habe jetzt hier noch 28% im Akku. Und wir sind inzwischen jetzt rund 290 Kilometer gefahren. Und mein Durchschnittsverbrauch im Volvo C40 liegt zurzeit bei 23,5 Kilowattstunden. Da wollen wir mal gucken gleich, wenn wir angekommen sind, wo das Model 3 liegt. Nach 50 Metern im Kreisverkehr, zweite Ausfahrt, Egesund. Da ist doch Ionity. Ja, und sieht mal an, das ist doch ziemlich voll hier. Wir haben noch 2, 4, 6 und es sind 4 belegt. Das heißt, für 2 Autos passt das gerade so. Nach 50 Metern rechts abbiegen auf Egeway. Wir kommen schon mit 25% an mit dem Model 3, das heißt, wir klemmen jetzt hier ab und machen hier die Säule frei, weil der Anhang ist hier noch relativ groß.
Muss ich jetzt noch ein bisschen, damit ich hier auf der Rückfahrt auch wieder herkomme. Ja, und dieser rattenscharfe rote Kia EV6 hatte gerade bei Ionity ein bisschen Probleme wieder abzustöpseln. Musste da tatsächlich die Hotline anrufen, weil das Kabel nicht losging. Naja, ich bin jetzt fertig. Hab jetzt 74% im Akku und wir kommen mit 10% dann am Ende wieder hier hin. Das sind dann 250 Kilometer rund. Und die fahren wir jetzt noch, also die Hälfte, 125, 120 Kilometer und dann sind wir am Ziel. So Leute, wir sind angekommen und zwar nach genau 400,0 Kilometer. Das gibt's ja gar nicht. Ich habe gedacht, das wären 500, aber so kann man sich täuschen. Es waren nur 400 und zwar auf das Komma genau. Der Volvo hat gebraucht für diese gesamte Strecke 23,4 Kilowattstunden und zwar in 4 Stunden 38 Minuten. Wir sind so rund 90 km/h im Durchschnitt gefahren. Ihr habt ja gesehen, wir haben zweimal geladen. Das war wirklich immer nur sehr kurz. Das erste Mal war Pipi-Pause, 10 Minuten und das zweite Mal waren dann an Ionity in Dänemark so rund 20 Minuten. So, ich werde jetzt hier das Model 3 gleich abgeben, aber zuerst mal gucken wir uns an, was das Model 3 denn wirklich verbraucht hat. So, dann gucken wir doch mal. Nasilla, was hast du denn verbraucht? Ich habe 16 Kilowattstunden verbraucht im Durchschnitt. Und du hast 416 Kilometer? Ja. Bei mir waren es nur 400 Kilometer, auf die Kommastelle genau. Wo bin ich denn schon wieder unterwegs? Ja, du warst wieder irgendwo auf Abwägen, keine Ahnung. Okay, jetzt geben wir den Wagen ab. Ich denke mal, ein bisschen gerne gefahren. Ja, total gerne. Aber er gehört uns mal leider nicht. Ja, wir haben hier noch 25% im Akku übrigens. Was hatte der Volvo? Ich glaube, das waren 47. Das ist Peter Vesti, dem gehört hier der Laden. Wir sind hier bei Vesti Automobile und er bekommt das Model 3. Das kommt aus Deutschland, aber wird jetzt hier quasi nach Dänemark importiert oder ist schon importiert worden. Ich habe es nur überführt. Und Peter, du bist jetzt hier quasi der Händler. Du handelst auch mit Elektroautos, ja? Ja, richtig. Und der Markt für Elektroautos in Dänemark, der boomt, ne? Der wächst immer mehr. Verrückt. Du hast ganz viele Anfragen, die nach E-Autos suchen. Ja. Gibt es eine bestimmte Marke? Ist das jetzt nur Tesla oder alle Marken? Das sind alle Marken, aber man kann nicht alles gut machen. Und ich habe meine Geschäfte auf Tesla gemacht. Ah, okay. Aber du verkaufst auch andere? Ja, ja. Okay. Übrigens, die ganzen Pokale hier. Dein Sohn Frederik. Ja. Frederik Vesti fährt Formel 2 für Mercedes und diese ganzen Pokale hat er alle schon gewonnen. Ja. Das ist Wahnsinn. Ja. Was hast du gesagt? Der fährt quasi Vorband für Hamilton oder wie? Ja, ja, er fährt Simulator für Hamilton. Simulator? Ja, er fährt Simulator. Hamilton muss doch Simulator fahren. Ja, aber oder? Das sind Testfahrer, das mag das auch. Für die Testfahrt? Ja, ja. Ah, okay. Das mag der. Und der ist richtig erfolgreich, dein Sohn? Ja, richtig. Ja, super. Mhm. Und ja, Fazit, also der Volvo fährt sich natürlich super, das wisst ihr ja vielleicht. Ich habe ja schon ein Video gemacht von dem C40. Jetzt fahren wir ja gleich noch zurück, nochmal 400 Kilometer, macht wieder Spaß. Aber das Model 3 im Standard Range sozusagen mit 60 Kilowattstunden Akku hat sich total wacker geschlagen und im Prinzip kommen beide Autos gleich weit, was eben daran liegt, dass der Volvo ein bisschen mehr verbraucht, wobei ja, dieses Mal war der Verbrauch mit unter 24 Kilowattstunden ja noch völlig okay bei Autobahngeschwindigkeit. Wir haben es aber auch ideale Temperaturen gehabt, so 24 Grad und hier in Dänemark sind so um die 20 Grad. Also perfektes Wetter für so eine E-Auto-Tour. Aber das Model 3 verbraucht natürlich viel weniger, nämlich fast ein Drittel weniger und hat natürlich auch einen kleineren Akku, aber dadurch kommt es eigentlich genauso weit. Und von der Ladegeschwindigkeit her ist es nochmal schneller, aber bei 400 Kilometer haben wir trotzdem nur zweimal geladen, einmal Pipi-Pause 10 Minuten und einmal 20 Minuten und beide waren im Prinzip gleich schnell. Das heißt, die Reisegeschwindigkeit ist mit beiden Autos mindestens gleich schnell. Und bei so einer Tour, da sieht man auch, dass trotz des hohen Verbrauchs eigentlich das gar kein Nachteil ist, wenn der Akku groß genug ist. Also Fazit, Model 3, Standard Range, Volvo C40 sind beide super Elektroautos, auch für die Langstrecke. Und beide kommen im Prinzip gleich weit. Ja, da fragt man sich, wozu braucht man eigentlich noch einen Long Range? Wobei die mittlerweile ja fast gleich teuer sind. So, wir sind wieder da in Abenra, reimt sich sogar. Das ist hier diese Ionity-Station mit den 6 Stalls. Diesmal ist nicht ganz so voll wie vorhin. Wir sind mit 14% angekommen, exakt mit so viel Prozent, wie Google das vorhergesagt hat, interessanterweise.
Und ich habe gerade versucht, quasi die Route automatisch zu optimieren. Das klappte aber überhaupt nicht. Also dieses Google Automotive ist ja doch recht cool. Allerdings habe ich es wie auch immer nicht geschafft, die Ladestation hinzuzufügen, die ich wollte. Das kann jetzt an irgendwelchen Faktoren liegen, keine Ahnung, sodass ich sie manuell rausgesucht habe. Wir fahren jetzt also Richtung Neumünster. Das sind 125 Kilometer von hier. Wir könnten jetzt schon los, wir haben jetzt gerade 50%, kommen damit 7% an. Das heißt, wenn ich diesen Videotake fertig habe, dann werde ich mich hier abklemmen und dann fahren wir Richtung Neumünster. Leider habe ich schon gesehen, dass vorm Elbtunnel wieder mal ziemlicher Stau ist. Das heißt, in Neumünster werden wir noch ein bisschen aufladen, aber so, dass wir dann möglichst auch in einem Rutsch nach Bremen kommen. Das müsste eigentlich klappen. So, wir sind mit 10% hier angekommen, Raststätte Ahlbeck West, glaube ich, heißt es bei Neumünster. Und jetzt muss ich mal gucken, wir wollen jetzt ja nach Hause, das sind 174 Kilometer von hier. Jetzt ist das Problem, dass das Google Navi mir nicht anzeigt, wie viel Prozent ich denn laden muss, um bis dahin zu kommen. Das ist ein kleiner Verbesserungsvorschlag. Also hier steht, dass ich mit 0% zu Hause ankomme. Ja, das weiß ich selber, weil ich habe jetzt gerade mal 21% drin. Wir sind ja gerade am Laden. Wie viel Prozent muss ich denn reinladen? Also für 174 Kilometer, da würde ich mal schätzen, da brauchen wir so 70%. Das wären dann wahrscheinlich so 20 Minuten, die wir hier stehen müssen. Das ist gut, weil wir müssen immer auf Toilette. Und wenn wir wiederkommen, schätze ich mal, sind die 20 Minuten auch um. Weil du musst hier ein bisschen laufen, bis du zur Raststätte bist. Und dann lassen wir uns Zeit und ja, dann haben wir im Prinzip die Wartezeit gut genutzt. Mal sehen, ob ich recht habe mit den 70%. Ich möchte wetten. Okay, wir haben exakt 26 Minuten gestanden. Wir haben jetzt 68%, also es sind nicht ganz die 70 gewesen. Aber jetzt kommen wir mit 10% Rest zu Hause an. Das reicht völlig, also fahren wir jetzt los. Ja, Leute, wir sind wieder zu Hause nach 786,9 Kilometer tatsächlich. Es sind nicht die 800 geworden, weil wir auf der 1 ein bisschen abgekürzt haben wegen des Staus. Der hätte uns 25 Minuten gekostet. Da sind wir dann sozusagen querfeld eingefahren durch die Dörfer. Und da haben wir halt so 20 Kilometer gespart. Von der Zeit her haben wir auch ein bisschen was gespart. Also diese 20 Minuten Stau, die haben wir dadurch umfahren. Aber sind eben dann insgesamt keine 800 geworden, sondern nur 786,9. Und der Volvo C40 hat am Ende 24,7 Kilowattstunden für diese gesamte Strecke gebraucht. Wir haben es jetzt, was haben wir denn, 19.40 Uhr und sind also im Prinzip ja 10 Stunden 40 unterwegs gewesen, mit auch einer Stunde Aufenthalt in Dänemark bei dem Autohändler, mit dem wir noch ein bisschen gequatscht haben, Peter Westi. Ja, ich fand es einen ganz spannenden Test und vor allem fand ich es total super, mit dem C40 hier unterwegs zu sein. Ich finde, der Wagen wird total unterschätzt. Der fährt sich mega, hat eine super Beschleunigung, 5 Sekunden von 0 auf 100. Das Fahrwerk ist mega komfortabel. Für mich sind die Sitze super bequem. Das Infotainment-System mit dem Google Automotive ist gut, noch ausbaufähig, vor allem auch die Ladeplanung, obwohl sie schon grundsätzlich gut ist. Aber so im Detail hat sie doch noch deutliche Schwächen, gerade wenn man eben nicht die Vorschläge nehmen will, die Google da hat, oder eben ein bisschen mehr will, dann ist es so ein bisschen unbequem. Also die letzte Ladestation mussten wir quasi von Hand raussuchen über eine App und dann da die Adresse eingeben, damit er die dort überhaupt auswählbar hat. Aber wie dem auch sei, interessant fand ich auch, dass das Model 3 fast ein Drittel weniger Strom verbraucht hat und trotz des kleinen Akkus mehr oder weniger die gleiche Reichweite hat wie der Volvo C40. Ja, mit dem 75 Kilowattstunden Akku kommt man mit dem Model Y ein bisschen weiter, aber gar nicht mal so viel. Ich würde mal sagen, ja, so 10% vielleicht. Und jetzt haben wir natürlich Sommer. Heute war Idealtemperatur 24 Grad so rund. Im Winter ist das natürlich anders. Da kann man hier locker nochmal 20, wenn nicht sogar 30% Reichweite abziehen. Da sieht so ein 800 Kilometer Trip dann doch auch ein bisschen anders aus. Da wird man öfter laden müssen. Ja, und das war mein Roadtrip mit dem C40 von Volvo und dem Model 3 von Tesla. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.